die Leerstände, die wir ja hier in der Stadt Wetzlar haben, sind ja sehr schwer abzubauen. Ich weiß es. Aber was kann man tun? Also hier müssen wir ein bisschen differenzieren. Der Leerstand in der Wetzlarer Altstadt ist zwar punktuell auch vorhanden, ist aber, sagen wir mal, noch im üblichen Rahmen mit drin. Da gibt es immer wieder mal Wechsel, aber auch neue Belebung. Also das halte ich noch, wenn ich das mit anderen Altstädten vergleiche, durchaus für relativ gut. Wir haben ein Problem, das beginnt in der Langgasse, setzt sich über den Karl-Kellner-Ring bis in die Bahnhofsstraße fort, wobei wir jetzt im Bereich der Bahnhofsstraße ja einige Kernimmobilien haben. Wenn die Belebung mit erfahren würden, dann würde sich das etwas relativieren. Wir haben als erstes im Bereich des Herkules Center jetzt die erfreuliche Situation, dass der Eigentümer einen Bauantrag gestellt hat und im Herkules Center eine Modernisierung und Sanierung durchführen wird und in diesem Zusammenhang auch Gebäude übernommen hat, die neben dem Herkules Center mit liegen, also Sport Ebert dort diese Ecke mit, und die mit einbeziehen wird, sodass wir also dort eine nicht unbeträchtliche Investition erleben werden. Wir sind in Verhandlungen, was das ehemalige Mauritius betrifft, mit der Metro-Gruppe. Das ist ja eine Immobiliengesellschaft der Metro. Dort sind wir ein Stück vorangekommen, weil auf diesem Gelände noch ein Erbpachtrecht mit lag, was jetzt von der Metro abgelöst wird und dadurch eine Hürde für einen möglichen Investor niedriger ist, und im Moment sagt mir die Metro, dass sie in erfolgversprechenden Verhandlungen mit einem Investor mit sind, der dieses Gebäude übernehmen und gegebenenfalls aber auch völlig neu gestalten würde mit. Aber ich kann da noch nichts Abschließendes mit sagen, weil es ja eben auch letztlich private Initiativen sind, die wir aber gerne begleiten wollen. Wir haben angeboten, sage ich mal, für die Stadt Wetzlar, dass wir Oberflächen und Außengestaltungen rund um das Gebäude, wenn es erneuert werden sollte, sagen wir mal, uns als Infrastrukturmaßnahme mit einbringen würden, um eine Investition zu erleichtern und zu ermöglichen. Selbst wenn das Gebäude abgebrochen und neu gebaut würde, ist das interessant. Allerdings wird eine solche Maßnahme bis zum Hessentag nicht zu realisieren sein. Wir wollen aber in dem Gebäude ehemals Mauritius während des Hessentages eine Interimsnutzung mit haben und in jedem Falle die unteren Ladenlokale dann öffnen und beim Hessentag entsprechend so gestalten, dass sie also sich nicht irgendwie als Boden darstellen. Im Moment gibt es darüber hinaus eine Entwicklung, dass wir eine denkmalgeschützte Immobilie am Buderusplatz, die parallel dann in Richtung Bahnstraße in der Glowell-Straße vorhanden ist, aufkaufen und dann mit möglichen Investoren darüber sprechen, wie das dann saniert und neu gestaltet wird. Da werden auch so Garagenteile und Ähnliches abgerissen werden, damit wir dort also eine Neugestaltung mit hinbekommen. Also es tut sich was in dem Bereich und wir versuchen dort das, was geht. Ich meine, wir können uns nicht anstelle jetzt sämtliche Investoren setzen, aber ein Stück Aufwertung herbeizuführen. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass auch der Hessentag nochmal einen gewissen Impuls mitgeben wird, gerade wenn ich an die Fassadengestaltung und damit die Optik auch in diesem Bereich denke.